select-gmbh.de kannst du ganz einfach einen passenden Job für dich finden lassen. Richtig, wir suchen nämlich für dich. Michael, ja, zunächst einmal die Frage nach diesem wiedergewonnenen Pokalfinale, nachdem es vor 2 Jahren schon mal ein Pokalsieg war im Rothaus-Kreispokal. Wie sind die Emotionen? Ja, die sind gut. Man freut sich total. Ist für mich ein toller Moment mit der Mannschaft hier nochmal einen krönenden Abschluss zu finden, weil ich ja nach der Runde aufhören als Co-Trainer. Und ich habe die Jungs viele Jahre begleitet, manche schon mehr als 15 Jahre lang. Also daher freue ich mich absolut und ist wirklich fast schon rührend, hätte ich gesagt. Ja, wie war der Weg durch diesen Pokalwettbewerb? Ja, der war schon sehr anstrengend. Man braucht dafür viele Spieler. Wir haben heute mit der Mannschaft gespielt, wo viele Veränderungen waren zu dem Halbfinalen und zu dem Viertelfinalen. Da waren auch schwere Spiele dabei, aber die Mannschaft hat sich immer durchgesetzt. Und heute im Finale fand ich ja absolut verdient durchgesetzt. Also daher war das die Krönung mit dem Finaleinspiel. Mensch, du wärst hungrig da beim Trinken. Nein, das ist nicht. Nee, du sollst speisen. Dankeschön. Wir haben sogar einen Konditor in der Mannschaft, der einen extra Meister- oder Pokalsiegerkuchen gemacht hat. Wie hast du es gesehen? Also eure Favoritenrolle bzw. die Favoritenrolle des Gegners und ja, wie sich das ausgezahlt hat im Spiel? Also Favoritenrolle habe ich bei keinen der Mannschaften gesehen. Wir sind auch mit der Einstellung reingegangen, dass wir also auf Augenhöhe bei den 50-50 Chancen haben für das Endspiel. Letztendlich haben wir dann so viel gute Positionen gehabt, die gekämpft haben, vielleicht nicht über Spielerische gekommen haben, aber die wollten einen Ticken mehr, hatte ich den Eindruck. Und dieser Ticken mehr, das Kämpferische, hat sich letztendlich durchgesetzt und haben die Tore gemacht zum richtigen Zeitpunkt. Und daher fand ich es dann auch wirklich verdient. Ich muss an der Stelle noch sagen, dass wir auch für dieses Spiel nochmal ein bisschen umgeändert haben, die Mannschaft. Und so ist auch ein ganz, ganz junger Spieler von der A-Jugend sogar zum Einsatz gekommen. Freut mich für den jungen Mann und es freut mich auch für alle anderen, die heute dabei waren und nicht zum Einsatz kommen konnten. Wir haben auch einige Verletzte leider über die Runde gehabt, die vorher schon dabei waren. In der Liga geht es für euch wahrscheinlich um nicht viel. Ihr seid im Mittelfeld auf einem sicheren Platz, wo euch nichts mehr passieren kann. Aber was habt ihr euch noch vorgenommen? Zumal es ja auch deine letzte Saison ist, wie du gesagt hast. Ja, also wir haben ein internes Ziel, das haben wir schon erreicht. Wir wollten die 40-Punkte-Marke knacken. Das haben die Jungs schon geschafft. Daher ist alles, was wir jetzt noch schaffen, ein gutes Beibrot. Wir sind Aufsteiger in der Kreisliga. Wir wollen, wie gesagt, erstmal eine Duftmarke in der ersten Runde hinterlassen. Mal schauen, was dann im nächsten Jahr möglich ist. Aber absolut zufriedenstellend, dass wir dann im oberen Bereich, im oberen Drittel mitspielen konnten. Ja, letzte Saison für dich. Zunächst einmal kannst du mehr sagen, wie jetzt die Gefühle sind und zum anderen, wo dich dein Weg danach hinführt? Die Gefühle, wirklich die Zufriedenstellung oder das Zufriedensein, dass man doch viel mehr belohnt worden ist, wie das man auch geopfert hat. Also es waren viele positive Momente, die negativen überwiegt haben die ganzen Jahre. Und es geht bei mir überhaupt nicht weiter im Fußballerischen. Ich werde nur noch Zuschauer sein, also daher wird es keine Karriere weitergeben in diesem Amt als Fußballtrainer oder Co-Trainer. Das ist finito. Ja, wie ist diese Entscheidung zu erklären und kann man sagen, sag niemals nie? Ja, die ist über viele Jahre gereift. Ich habe dieses Amt als Co-Trainer vor allen Dingen zuliebe für meinen Trainerkollegen gemacht, den Thomas. Und da sind wir schon seit vielen, vielen Jahren, seit 15 Jahren so ein eingeschworenes Team gewesen. Daher hat sich das dann noch in der Aktivität fortgeführt. Aber jetzt ist der Zeitpunkt reif gekommen, wo ich sage, okay, ein bisschen zurücknehmen. Da sind noch andere da, die sich so einbringen können. Und das frischer Wind tut der Mannschaft bestimmt auch mal gut. Michael, ich danke dir vielmals für das Interview. Danke. Ich wünsche dir viel Erfolg und alles Gute auf deinem weiteren Weg. Ich danke dir und freue mich immer, wenn euch eure Berichterstattungen dann montags da sind. Also daher vielen Dank für eure Zusammenarbeit immer. Haltet die Ohren steif. Tschüss. Worauf wartest du noch? Jetzt einen passenden Job finden lassen. Auf select-gmbh.de